Stech war ja falsch. Verseuchtes Wasser. Ach ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Hier kann ich jetzt gar nicht kaputt machen. Samt Inhalt. Kaputt. Überall hin. Oh, ich habe kaum noch Muni. Das auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad. Ich bin schockiert. Jetzt kommt bestimmt wieder so ein neuer Abspann. Sieht schon so aus, wenn man da runterhüpfen muss. So, 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 so. Und? Das macht mich aber. Aha. Steht noch auf niedrig. Na dann, Geronimo. Sag ich doch. Intervall 03, Eskalation. Was? Exoint Omnes. Ist bestimmt irgendwas lateinisches, oder? Ich habe keine Ahnung. Gut, Situation. Paxton Vettel und Replikantenstreitkräfte setzen ihren geordneten Rückzug aus der South River Kläranlage fort. Nachdem der 4-Einsatzagent ein weiteres von Vettels Opfern ausfindig gemacht hatte, neutralisierte er Nachhuteinheiten der Replikanten und setzte die Verfolgung der sich zurückziehenden feindlichen Streitkräfte fort. Mission. Oberste Priorität ist, Paxton Vettel zu eliminieren. Wie immer. Waffen unterscheiden sich durch Merkmale wie Feuergeschwindigkeit, Schadenswirkung, Reichweite, Treffsicherheit, Panzerdurchdringung, Stabilität, Magazingröße und Bewegungsabzug. Arrivo. Sag Blo. Tomcat, hier ist Nestmutter. Ich weiß, ihr Jungs seid angeschlagen, aber wir könnten echt Hilfe bei diesem Armecam-Einsatz brauchen. Der Kontakt zu meinem Aufklärungsteam ist abgerissen. Die Lametta-Träger wollen, dass ich mehr Männer hinschicke, aber ich will erst wissen, womit wir es zu tun haben. Ich habe Befehl, diesen Vettel festzusetzen. Wird er ausgeschaltet, erlischt auch die telepathische Verbindung zu den Soldaten. Wenn die kein Missionsziel mehr haben, müssten sie sich abschalten. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich habe eine Idee. Haben Sie ein Heli übrig? Da läuft offenbar ein Rückzug auf der ganzen Linie. Mein Gefühl sagt mir, Vettel ist auf dem Weg zu Armacom. Vielleicht können wir einander ja helfen. Geht klar. Schön, wenn die so im Trockenen sitzen und darüber diskutieren, was ich machen soll.
Finde ich immer sehr prickelnd. Ich weiß auch nicht. Ich habe momentan so ein bisschen... Ja, ich sag ja, bei dem Spiel entwickelt man irgendwann Paranoia, aber das ist ganz okay. Ich glaube, das muss so sein. Was zu trinken? Wie, bin ich doof? Ich habe doch gar keine Munition. Eigentlich habe ich gespeichert. Na. So. So. Dann gehe ich aber nochmal schnell ins Wasser hüpfen. Da ist sehr viel, wie man sieht. Boah, ich dachte, hier ist irgendwas. Falls man wahrscheinlich aus Versehen reinfällt. Hallo. Ein sehr stabiles Telefon. Da stehen Nummern. Was? American Cowboy. 555. Irgendwas. Und Schachkiss oder so ähnlich. 555-5079. Aha. 555 scheint hier die Vorwahl zu sein. Gut. Na. Achso. Falsche Taste. Das sind diese Minen, die man mitnehmen kann. Hm. Die eine ist aktiviert, aber die andere scheinbar nicht. Nur die eine blinkt. Durchtrainierte Arme. Jawohl. So. Ah. Ich sag ja, es ist wie bei Alien. Wenn man ein Alien spielt und dann auf die Menschen trifft. Also wenn man, nachdem man schon so den Facehugger durchlebt hat, den Chestbuster. Das sieht nicht gut aus, wenn so eine Waffe hier rumsteht. Hm. Ich frage mich gerade, wie weit ich dieses Spiel wohl schaffen werde. Ho! Point. Checkpoint. Schnechpan. Ja, sorry, ne? Schnell speichern wäre vielleicht. Aber. Oh, diese Grafikprobleme hier. Fragt mich nicht, was das ist. War eigentlich hier? Wie hier? Eigentlich ist es ja HD, ne? Verstehe ich überhaupt nicht. Ah, ne, die sind beide aktiv. Ach, hier bin ich gerade hochgeklettert. Die sind beide aktiv. Die zweite leuchtet auch. Ach, da geht's wieder durch. So. Oh, ein Granitchen. Obwohl. Hat wahrscheinlich letzten Endes mehr Schuss. Ich wollte doch nur die Granate mitnehmen. Ach, ich habe schon zu viele scheinbar. Naja, und jetzt nimmt er sie mit, ist ja klar. So. Es wird langsam dunkel, ich sehe hier nicht. Gut, das war jetzt zwar Maus, aber auf der Tastatur sehe ich trotzdem nicht mehr so viel. Shit, ich habe Jakowskis Signal verloren. Vielleicht ist seine Ausrüstung beschädigt. Vielleicht. Feuerwehr und Rettungsteams sind da. Wenn das Feuer unter Kontrolle ist, durchsuchen wir die Trümmer. Das sollen die anderen erledigen. Ich brauche sie hier, um Abakim zu stürmen, sobald die Anlage gesichert ist. Roger. Ratet mal, wer die Anlage sichert. Ich rechne jeden Moment mit irgendwas. Mit irgendwas großem Bösen. Und damit, dass die Aufnahme stoppt. Hier war doch irgendwas. Ich erinnere mich doch. Ich weiß nur nicht mehr, was hier war. Hier war...